So Leute, es ist soweit. Ich kann's selbst noch nicht ganz glauben, aber es ist soweit. Im Hintergrund ist bereits alles für die Reaction-Reihe vorbereitet. Und eben, morgen, wahrscheinlich gegen Abend, werden meine Attack on Titan Reactions zurückkehren. Ich werde mich mit Josef wieder genau hier hinsetzen und um wahrscheinlich so circa 18:30 Uhr auf die neue Attack on Titan Folge reacten. Und es wird einfach insane. Ich habe ja in meinem Jahresrückblick schon darüber gesprochen, wie krass diese Reaction-Reihe letztes Jahr abgegangen ist. Und durch den Trailer und durch das, was die Manga-Leser so sagen, habe ich das Gefühl, das wird dieses Jahr nur noch heftiger. Und ich bin einfach sehr, sehr gespannt darauf, das hier mit euch auf YouTube zu teilen und natürlich auch mit meinem Kumpel Josef zusammen zu erleben. Warum genau mache ich jetzt das Video? Ganz simpel, ich möchte euch hiermit eine Warnung geben und eine Ankündigung. Und zwar kehren eben meine Attack on Titan Reactions wieder zurück. Jeden Sonntag, circa 19 Uhr, wenn alles gut läuft. Die genaue Uhrzeit kann ich noch nicht so genau einschätzen. Das müssen wir dann einfach gucken, wann die Folge morgen wirklich kommt und eben wie das Editing auch dauert. Aber ich denke mal, so von der Erfahrung her würde ich sagen, um ungefähr 19 Uhr sollte man die dann hier auf YouTube sehen können. So, und eine ganz wichtige Information dazu ist eben auch, dass ich euch hiermit warnen will. Und zwar möchte ich eine Spoiler-Warnung raushauen. Denn natürlich funktioniert YouTube so, dass man nicht nur irgendein Thumbnail wählt und nicht nur irgendein Titel, sondern dass man was Spannendes wählt, was vielleicht den Zuschauer auch dazu bringt, eben aufs Video zu klicken. Bedeutet so viel wie, in meinem Thumbnail und in meinem Titel werde ich spoilern. Das muss ich einfach direkt so sagen. Ich werde ein Ereignis aus der Folge ins Thumbnail packen und zwar nicht ein unbedeutendes. Und im Videotitel wird halt auch immer noch ein Satz zur Folgenreaction stehen, sodass man nicht nur einfach Reaction auf Folge 1 hat, so als Beispiel, sondern eben: Boah, ich kann nicht glauben, dass der und der das und das gemacht hat. Reaction Folge 1. So ungefähr. Das bedeutet also, das ist eine Warnung. Falls ihr bei Attack on Titan wirklich nicht gespoilert werden wollt, egal wie klein der Spoiler sein sollte, dann solltet ihr halt entweder meinen YouTube-Channel immer sonntags meiden und sonntags halt einfach den ganzen Morgen oder Mittag lang auf YouTube sein und dann vielleicht abends eher nicht, weil da halt meine Reaction kommt. Oder ihr deabonniert mich halt von YouTube. Das wäre auf jeden Fall auch ein verständlicher Grund. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es irgendwie eine Option gibt, eine bestimmte Art von Video von einem Creator irgendwie zu blockieren oder generell den Creator einzuschränken, sodass man nicht immer Mitteilungen bekommt oder das nicht in der Abo-Box sieht. Da kenne ich mich zu wenig aus. Deswegen wären das so die zwei Optionen, die halt mir jetzt einfallen. Falls irgendwer noch einen anderen Trick kennt, dann natürlich gerne unten damit in die Kommentare. Aber eben, ich wollte euch hier einfach nur ein Fair Warning geben, dass eben jetzt die Attack on Titan Reactions zurückkehren. Die waren ja jetzt eben über ein ganzes Jahr pausiert, weswegen vielleicht auch ein paar Leute hier gar nicht mitbekommen haben, dass ich das überhaupt mache. Und da dachte ich mir, wäre es einfach nur fair, wenn ich hier eben eine Warning raushaue. Und das wäre auch schon alles. Ich bin extrem krass gespannt, freue mich einfach richtig hart auf dieses Event, auf dieses Erlebnis und bin eben auch sehr, sehr großer Attack on Titan Fan. Deswegen wird es mich safe umhauen. Mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr vielleicht wegen mir Attack on Titan anfängt oder wenn ihr euch an den Reactions beteiligt, falls ihr eben auch da mitschaut. Denn allgemein wird es, glaube ich, eine richtig geile Erfahrung und könnte halt wirklich sein, dass wir mit dem Ende von Attack on Titan einfach ein Anime miterleben, der in die Anime-Historie eingehen wird. Das kann ich mir bei Attack on Titan wirklich gut vorstellen. Ein paar Gründe dazu habe ich ja auch schon in einem anderen Video genannt, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Aber eben, das wär's dann. Und nochmal, ich kann es irgendwie nicht glauben, dass ich das jetzt sage, aber bis morgen zur ersten Attack on Titan Season 4 Part 2 Reaction. Haut rein, Leute. Ciao.